Herr Abgeordneter Michael Bernhard. Michael Bernhard ist Umweltsprecher der NEOS und auch Obmann des Parlamentarischen Petitionsausschusses, wo ja die Petition des Abgeordneten Heinzl gegen die deutsche Autobahnmaut liegt. An sich war heute das Thema der Straßenverkehr und Europa. Die Vorredner und Rednerinnen haben hier das Thema recht weit aufgemacht. Wir waren beim Flugverkehr, wir waren bei den Wasserstraßen, wir waren hauptsächlich bei der Bahn und ein bisschen am Rande haben wir den Individualverkehr auch mitbesprochen. Ich möchte, und das finde ich spannend, ich bin der siebte Redner bei diesem Tagesordnungspunkt, aber ich möchte mit zwei Themen aufräumen, wo Österreich mehr tun könnte und es dafür gar nicht mehr Europa bräuchte. Das erste ist relativ spannend. Wir kritisieren jetzt massiv Deutschland wegen dem Pkw-Maut und da haben Sie von uns NEOS die vollste Unterstützung, dass wir diesen tatsächlich nicht eingeführt haben wollen. Aber 1996 wurde in Österreich die Maut eingeführt. Und was ist passiert im gleichen Jahr und hat zu großer Kritik geführt? Die Pendlerpauschale wurde signifikant erhöht. Wir haben im relativen, um das zu vergleichen mit der aktuellen Situation, exakt das Gleiche gemacht, was derzeit auch in Deutschland gemacht wird. In Deutschland wird die Maut eingeführt und im gleichen Gegenzug werden Versicherungen, sozusagen Leistungen, die bezahlt werden, rückerstattet. Genau das Gleiche, 1996 Österreich, 2017 nun Deutschland. Nun kritisieren wir Deutschland, dass sie uns österreichische, sozusagen den österreichischen Individualverkehr schädigen. Das stimmt. Die richtige Antwort wäre gewesen, wenn man im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen zu werfen, sondern einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir brauchen anstatt des nationalstaatlichen Fleckerlteppichs tatsächlich eine europäische Lösung. Der Kollege von der ÖVP hat das vorher schon angesprochen. Das höre ich deutlich zu wenig. Natürlich muss man die rechtlichen Mittel ausschöpfen. Man muss mit den Anrainerstaaten gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber man müsste genauso eine Initiative für eine europäische Lösung setzen. Die fehlt mir vollkommen. Der zweite Punkt, den Sie, Herr Minister, ganz persönlich angeführt haben, und der ist immer das sozialdemokratische Totschlagargument, wenn es um Liberalisierung, nicht Privatisierung, von Bahnunternehmen geht und Bahnverkehr geht, nämlich das Großbritannien. Hier ist es so, dass es ganz massive Unterschiede gibt und auch gegeben hat. In Großbritannien waren nämlich die Betreiber auch für die Infrastruktur verantwortlich, was zu massiven Gefährdungen und einigen Tragödien geführt hat, weil nämlich die Schieneninfrastruktur nicht entsprechend gewartet worden ist. In Großbritannien ist auch nicht eingetreten, was man von der Liberalisierung versprochen hat, nämlich günstigere Preise zu einer besseren Dienstleistung. Aber das war in den 70er und 80er Jahren im Wesentlichen, in Großbritannien leider auch noch heute. Schauen wir nach Österreich. In Österreich gibt es die sogenannte Direktvergabe. Das bedeutet, der Bund vergibt Strecken direkt an die ÖBB, ohne andere Anbieter zu fragen, ob es günstiger und besser ginge. Vorarlberg. Wenige Wochen ist es her. Es gab wieder die Direktvergabe an die ÖBB. In sozialdemokratischer Manier. Aber es gab einen zweiten Anbieter, die Westbahn, der angeboten hat, zwei Züge mehr einzusetzen und 20 Millionen Euro weniger von der Republik und dem Land zu verlangen. Und es wurde nicht mal das Angebot zugelassen, weil es eine Direktvergabe gegeben hat. Das heißt, wir brauchen nicht nach Großbritannien in den 70er und 80er Jahren schauen, wir brauchen nur nach Vorarlberg von vor wenigen Wochen schauen und wissen, dass dieses System versagt hat. Jetzt aber noch zur Straße, die tatsächlich eine mehr Aufmerksamkeit benötigen würde. Es gibt zwei große Herausforderungen, die beide nicht ausreichend gelöst sind. Das eine ist die sogenannte Digitalisierung der Straße. Das bedeutet eine vernetzte, sogenannte intelligente Straße. Das sind Maut- und Telematiksysteme. Das betrifft das selbstfahrende Auto. Wir sind hier noch in den Kinderschuhen. Wenn wir aber wissen, dass das selbstfahrende Auto, wenn es einmal so funktioniert, wie es geplant ist, tatsächlich die Verkehrsunfälle und zumindest die Verkehrstoten und Schwerverletzten auf ein absolutes Minimum reduzieren kann. Und wenn wir wissen, dass wir seit 1950 100.000 Menschenleben in Österreich auf der Straße verloren haben, da nichts machen, dann sind wir auch als Österreich wieder selbst schuld. Sie sind, Herr Minister, der erste Minister, der da die richtigen Töne findet. Ich erwarte hier deutlich mehr Umsetzung. Letzter Punkt auch hier zur Straße in Europa und in Österreich, nämlich wenn es um die sogenannte Dekarbonisierung geht, sprich auch Pariser
Klimaabkommen. Wir gehen nicht nur von selbstfahrenden Autos, sondern theoretisch auch tatsächlich von mit Strom betriebenen Wagen aus. Auch hier fehlt weitestgehend die Infrastruktur. Wenn Sie von Europa und wenn Sie vom Straßenverkehr reden, dann finde ich, dass Sie im Nationalrat die österreichischen Lösungen präsentieren sollten und in Europa für die europäischen kämpfen. Das fehlt mir heute noch. Danke. Wenn Sie eine Petition elektronisch unterstützen möchten, von der Homepage des Parlaments, da gibt es links unten einen Reiter, der heißt Beteiligungen der Bürgerinnen. Und von dort gibt es direkt den Kontakt zu allen Petitionen, die zu unterschreiben aufliegen. Das wird dann elektronisch gezählt und kommt natürlich auch mit in die Verhandlungen im Petitionsausschuss.